Fertig? Mhm. Gut. So, bevor wir ins Schwitzen kommen, ne, fangen wir mal an hier. Heute wird's brachial. Hallo. Hallo. Siehst du, ich bin mit der groben Kelle, ne, unterwegs. Du bist mehr so der Feinfühlige, ne, für andere auch, ne? Und also du bist mehr so der Fechter. Und ich bin mehr so der Hau drauf und Schluss, ja, oder was, ne? Doch, das stimmt. Damals beim Paintball bin ich immer irgendwie irgendwie so durchs Dickicht und so. Ja, Paintball. Da gab es irgendwie die Leute, die so wie die Wikinger vorne weg, so. das war dann die Vorhut. Du wusstest, wo die anderen sind, ne? Wenn du wusstest, wo die anderen sind, dann konntest du die abschießen, ja. Mm. Das stimmt schon. Okay, was sagt das über die Auswahl deiner Nahkampfwaffen? Dass du eher der Fechter bist und nicht wirklich für den Zweihänder, oder? Das schon, ja. Zweihänder benutze ich außerordentlich selten. Mm. Aber es ist quasi auch eine gute Mischung. Also ich starte schon meist mit der üblicherweise mir vorgegebenen Nahkampfwaffe. Ja. Ne, so dass ich mich auf jeden Fall verteidigen kann, wenn einer kommt, so hau drauf. Aber gerne gehe ich dann irgendwann auch dazu über, eine Distanzwaffe dazu zu haben, wenn das Spiel das zulässt, um irgendwie aus der Deckung heraus irgendwie jemanden angreifen zu können, ohne dass der das vorher gemerkt hat. Das wäre so. Also wäre Schwert und Schild eher so deins, ja? Schwert und Schild eher als zwei Waffen oder ein Zweihänder, ja? Ja. Gut, dann fragen wir doch mal weniger als 100 Leute, was die dazu sagen. Mhm. Weil wir haben die nämlich gefragt, sag mal, magst du gerne Zweihandwaffen oder bist du eher zum Fechten, fürs Fechten und Sezieren? Und die haben Folgendes gesagt. Wenn es dazu kommt, bin ich der komplette Hau-drauf-Typ. Ich liebe es, so viele Waffen wie möglich um mich zu haben. Am besten einen riesigen Hammer, den man dann komplett schlägt, auch wenn es sehr, sehr langsam ist. Aber egal, Zweihandwaffen bin ich komplett dabei. Ich bin der filigrane Zweihänder-Typ. Also bei solchen Spielen wie Deus Ex oder Dishonored tatsächlich versuche ich sehr viel zu sneaken und so, weil ich das einfach spaßiger finde. Und bei Spielen, wo es viel komplexer wäre, so einen filigranen Fechthansel da zu haben, da spiele ich dann einfach den tumben Barbaren mit seinem Zweihänder, weil ich das am einfachsten finde. Definitiv Zweihandwaffe. Das muss Bums machen. Auf jeden Fall. Ja, ach Gott, nee, ich finde, eine gute Mischung ist da interessant. Eigentlich bin ich da doch wirklich eher der brachiale Typ. Also wir hatten letztens nochmal Phantasy Star Online angefangen. Da hatte ich dann auch direkt den Zweihänder ausgepackt. Das hat dann doch irgendwie mehr Spaß gemacht. Ich glaube, das ist sehr abhängig vom Spiel. Ich würde mich eher als der flinke Bogenschütze beschreiben. draufhauen. Oder zaubern. Ich mag auch gerne mal dieses Assassinen-Ding, aber das kann ich nicht so auf Dauer. Also am liebsten eigentlich sogar eher Magier, aber das ja, das ist ja so irgendwas dazwischen. Das kommt wirklich aufs Spiel an. Aber ja, sagen wir einfach mal, dann nehme ich den was war's, der filigrane Flitzer und Schneider. Ja, durchwachsen, ne? Durcheinander. Durch, also viele sagen irgendwie, obwohl man gar nicht drauf kommen würde, irgendwie, ne, oder? Ja, die Assoziation mit Fechten und Sezieren ist auch meist irgendwie ein bisschen unterschiedlich gestrickt, ne? Also, ich glaube, dass tatsächlich häufig Spieler das nehmen, was ihm am ersten zugänglich ist. Und das ist sehr häufig halt die stärkste Nahkampfwaffe, die ich zur Verfügung habe, in der Einhandkategorie. Ja gut, aber ich finde, man hat irgendwie die Hand nicht frei, wenn man zwei Hände hat. Irgendwie ist das Slotverschwendung, habe ich manchmal das Gefühl. Weil mit dem Schild kann man sich auch zusätzlich noch irgendwie, ne? Also die Zweihandwaffe ist ja meistens dafür da, dass du ordentlich austeilen kannst, aber nicht gut einstecken, ne? Weil dir halt eine Hand fehlt. Du kannst mit der anderen Hand manchmal einen Magiespruch machen oder bei einigen Spielen, ne? Oder du hast halt irgendwie so den Schild oder kannst irgendwie, ne? Ich fände immer schwierig bei einer Zweihandwaffe, dass du meistens träger wirst. Ja. Ne? Das gilt übrigens auch für Fernkampfwaffen, ne? Also hier die fette Minigun, genau. Ne, ist ja meistens auch, will ich dann den zweiten Handslot.
ja, macht dann ordentlich Bums, ne? Aber du hast halt die zweite Hand nicht frei. Da muss man sich echt überlegen, aus welcher Position heraus man das benutzt. Und ja, wie viel Schaden der Gegner vielleicht auch macht. Dann gibt es irgendwie so für jeden Gegner passend die passende Waffe, mit der ich am ehesten sage, den kriege ich jetzt platt. Welche Handicaps gibt's denn? Schutz haben wir gesagt, für einen Zweihänder oft, ne? Ja. Bei Spielen. Oder du bist viel langsamer. Mhm. Das heißt also, du machst einen Schlag und Pause. Hältst ihm noch die linke Wange hin dem Gegner, ne? So gefühlt. Ja. Also gegen einen sehr schnellen Gegner scheint das dann also nicht unbedingt die richtige Wahl zu sein. Es sei denn, du hast ihn mit einem Schlag platt so. Ja, darum geht's ja. Mhm. Darum geht's ja. Bist du lieber der Fechter, ne? Oder der Schwertkämpfer oder mit einem Zweihandschwert so, ne? Und das ist halt bei einer Fernkampfwaffe ist es auch so. Du bist langsamer. Du brauchst länger beim Nachladen. Ja? Das ist alles viel langsamer. Das ist so träge. Dafür machst du aber auch nicht Bums. Aber wenn du nicht triffst, hast du natürlich ein Problem. Selbst bei Nahkampf. So, ne? Das heißt, die Gegner kommen schneller an dich heran. Mhm. Und eine Minigun, ne, musst du manchmal auch aufladen. Weißt du, das ist alles so langsam, ne? So, hat auch ein bisschen was mit Zweihand zu tun, ne? Das ist also irgendwie, benutzt du beide Hände, brauchst du länger, hast du ordentlich Bums, ne? Aber ist halt auch beim Laufen genauso gut, ne? Die Zweihandwaffen sind meistens die schwereren Waffen. Mhm. So, mit denen kannst du halt schlechter laufen. Malerweise. Gut. Was macht Piranha Bytes? Wir kungeln da immer so ein bisschen, ne? Also wir machen so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, aber wir versuchen halt den Spieler nicht zu sehr zu handicappen. Wir versuchen immer mit unseren Systemen, die wir machen, Menschen dazu zu bringen, es zu mögen, was wir tun. Selten haben wir Bock, irgendwie ein Handicap einzubauen. Was auch gut ist, oder was dazugehört, ist irgendwie die Bindung an die Charakterklasse, ne? Das heißt also, bist du ein Zweihänder-Spieler oder bist du eher ein Einhandspieler mit Schild? Das hat ja auch irgendwie was mit dem Aussehen zu tun. Auch, ja. Ja, und wie ich mir selber vorkomme, wie ich mich selber fühle, ob ich jetzt irgendwie der Tank bin oder ich bin eher der Dieb oder ich bin eher der Fernkampf Feuerball schmeißende Magier im Hintergrund in der zweiten Reihe. Mhm. Und die Geschichte ist die, dass man bei uns oft immer beides kann, ne? Das heißt also, wir bieten meistens immer Charakterklassen an, die zwischen den Charakterklassen sind. Erfahrungsgemäß ist es ja häufig so, dass Spieler seltener etwas wählen, was unzugänglicher erscheint. Ne? Ja. Deswegen hatte ich auch so eine erstaunliche Diskussion letztens, dass viele Spieler nicht den Magier gespielt haben, zum Beispiel bei Gothic 2 jetzt, das war etwas, wo ich die Charakterklassen so empfunden habe, dass irgendwie gerade so die Drachenjäger und die Magier, die fand ich super cool und die Milizia, die war halt irgendwie gar nicht mal so spannend, fand ich jetzt, ne? Habe ich auch gespielt. Aber die ist halt am zugänglichsten, du kommst da am schnellsten ran und deswegen haben das unwahrscheinlich viele Menschen gemacht. Und so empfinde ich das auch heutzutage irgendwie, dass unwahrscheinlich viele Faktoren dazu führen, dass eine Charakterklasse gewählt wird mit ihren Waffen oder nicht. Und die Waffenauswahl selber ist dann halt auch zweitrangig. Und da gibt es halt verschiedene Philosophien, mit denen man da rangehen kann. Eine, die wir hatten, ist, naja, zeig den Leuten doch erstmal, wie die Waffe funktioniert, bevor ich mich überhaupt entscheiden muss. Weil man will ja vielleicht manchmal gar nicht so den harten Cut haben. Also, dass ich quasi weiß, was ist denn überhaupt, wie fühlt sich das denn an, der Unterschied zwischen einem normalen Schwert und einem Zweihänder? Wie ist das mit Schild oder ohne? Welche Fernkampfwaffen kann ich denn am besten kombinieren? Ja, also was ich immer gerne gemacht habe, ist irgendwie, ich pin jemanden an, der da hinten ist so, und wenn er auf mich zuläuft, irgendwie pin, oh, treffe ich, vielleicht ist er sogar tot, bis er bei mir ist, und wenn nicht, dann ziehe ich erstmal ein Schwert und versuch's dann im Nahkampf. Ja, und vielleicht geht das vielen von euch ja auch so, ne? Also wonach richtet sich die Auswahl der Charakterklasse, ist ganz interessant. Das kann auch nach den Waffen sein. Und dann gibt's die einen Leute, die sagen, ja, mach das doch individueller, so dass ich vieles gar nicht darf, wenn ich eine bestimmte Charakterklasse habe. Und dagegen sagst die Leute, warum? Ich möchte aber lieber
denen spielen mit der coolen Rüstung, aber die und die Waffen dazu kombinieren dürfen. Wenn ich das da nicht darf, dann finde ich das schade. Also macht das doch auch möglich. Und dann bewegt man sich so ein bisschen dazwischen. Hin und her, ja. Mhm. Deswegen gibt es eine sehr große Waffenauswahl. In Elex konntest du im Grunde genommen alles benutzen, aber nicht alles bis zum Ende. Mhm. Und dann gab es auch noch spezielle Waffen, die wirklich für eine bestimmte Charakterklasse gedacht waren, die es dann halt speziell machen. Ne? Aber in der Grundauswahl war man erstmal sehr frei. Und das ist dann so ein Kompromiss der Flexibilität, würde ich sagen, der einem da angeboten wird. Müssen diese Kampfstyles dann auch sehr wirklich sehr unterschiedlich sein? Ist dann die interessante Frage. Ich vertrete ja die These, dass schon kleine Änderungen sich sehr stark anfühlen können. Deswegen muss man da ganz vorsichtig sein. Ich habe von langsam gesprochen, ne? Ich habe von mehr Schaden gesprochen. Ich habe von man kann sich nicht so schnell bewegen gesprochen. Ja, das gilt dann auch für die Fenster, die man treffen muss, um jemanden, ne, irgendwie zu treffen und irgendwie, ach, das sind alles irgendwie im Millisekundenbereich und so. Da kann man sich ziemlich schnell verrennen in solchen Sachen. Mhm. Und wenn man es zu brachial macht oder die Unterschiede zu groß macht, weil die Animationen sind da selbstverständlich immer andere. Mhm. Ne? Wenn ich zwei Hand habe, schlage ich anders, als wenn ich ein Hand und Schild und so weiter. Selbstverständlich muss man da immer einen kompletten Animationssatz haben, der unterschiedlich ist. So, ja. Und die Arbeit muss man sich auf jeden Fall machen. Das ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. So, aber wie unterschiedlich sind die jetzt wirklich? So, ne? Und da kann man eigentlich, weiß ich nicht, ein Riesenteam dran setzen von 30 Leuten, die alles Mögliche durchexerzieren und machen und tun und monatelang sich einschließen und irgendwann sagen, so, jetzt haben wir die Unterschiede so, ja, und dann lässt man dann einen Fokusgruppentest oder Team selbst, guckt sich das mal an und so, ne, und dann kommen dann die Leute dann und sagen, ach ja, habt euch ja toll ausgedacht, ne? Aber das macht keinen Spaß. Ja, das kann dir dann passieren. Ja, aber wir haben doch jetzt die Unterschiede drin. Ja, aber ne, und die eine Waffe, die ist irgendwie zu B, die andere zu Paar, zu Pro. Das ist super subjektiv. Mhm. Ja. Und das geht auch durch die komplette Firma durch. Das heißt, guck dir den Kampfstyle mal an, guck dir das mal an, guck dir das an. Und dann merken wir, an einigen Stellen vielleicht zu viel gewollt zu haben. Dann gehen wir viele Schritte zurück. Dann merkt man diese Unterschiede gar nicht mehr. Dann sagt man sich, na, das sind dann wieder zu ähnlich. Dann geht man wieder einen Schritt zurück. Ach, das macht's keinen Spaß mehr. Hm, jetzt ist es OP. Ach, yeah. Das ist echt nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn du sagst, du möchtest das Spiel mit möglichst starren Werten, damit du merkst, dass der Spieler besser wird, gibt es unfassbar viele Kombinationen. Das heißt, du hast einmal eine verschiedene Waffenauswahl, ne, die ich wählen kann. Die Waffen sind unterschiedlich schnell, die sind unterschiedlich stark und manchmal sogar noch unterschiedlichen Ausbaustufen oder was weiß ich, was man da alles machen kann. Und dann gibt es irgendwie die eigenen Sachen, Fähigkeiten, die an einem selber hängen. Das heißt, wie stark ist gerade meine Rüstung? Wie viel kann ich denn einstecken? Was habe ich überhaupt geskillt? Was Einfluss dann darauf nimmt? Und dann gibt es ja auch noch die unterschiedlichen Gegnertypen. Die haben unterschiedliche Attacken, die haben unterschiedliches Verhalten, die haben unterschiedliche Stärken, die stecken auch unterschiedlich ein und halten teilen unterschiedlich aus. Und dann gibt es, wenn man das alles zusammennimmt, irgendwie tausende Kombinationsmöglichkeiten, wie so ein Kampf jetzt vonstatten gehen kann. Und da muss man aufpassen, wenn ich jetzt irgendwie an irgendeinem Rädchen drehe, dann drehe ich dieses ganze Konstrukt irgendwie in eine Richtung, wo ich dann denke, oh mein Gott, das hat doch alles noch funktioniert. Mhm. Ah, hast es kaputt gemacht. Und da muss man ganz vorsichtig irgendwie erstmal gucken, wie kriege ich das denn alles so hin, dass alles irgendwie erstmal funktioniert und Spaß macht. Und dann zieht man so ein bisschen, ne, weil das soll ja auch hier, am Ende soll das knackig sein, die fetten Gegner, die sollen auch schwer sein, die leichten Gegner ein bisschen leichter, ne? Absolut. Und dann hat man auf einmal ein sehr komplexes Konstrukt. Gut. Ja, sehr komplexes Thema, ne? Ich kann keine Magie wirken mit zwei Händen, weil ich keine Hand frei habe, ist noch so eine Sache. Wir haben oft Zaubersprüche gewählt oder Magie gewählt, wo du tatsächlich Ortsprimärspruch den auf der Hand hast. Mhm. So, gibt ja auch andere Spiele, wo du sagst, du hast eine Nahkampfwaffe und du hast irgendwie eine Art von Magie und sowas, ja.
Ja, es gibt auch Instant-Sprüche, die du irgendwie so buff, ne, und flächendeckend und so weiter, die du übers Quick-Menü irgendwie anwählst, die du dann direkt auspustest und so, ne. Mhm. Aber die hat nichts mit dem primären Spruch zu tun, den ich auf der Hand habe. Ist auch wieder so ein Ding, ne. Das ist halt irgendwie, hast du dann beide Hände dann auch wieder benutzt, ne. Wenn du Magie benutzt, kannst du jetzt Magiespruch und Schild benutzen, ist dann die Frage, ja. Probiert man das aus, merkt man, fühlt sich komisch an, ja, ständig klippen irgendwelche Partikel irgendwo durch, ja, irgendwie ist das unnatürlich, Schwert und Schild ist irgendwie wie beliebter, ja, können die Leute mehr nachvollziehen und so weiter und so weiter. Das sind so ewig lange Diskussionen. Mhm. Ich glaube, es gibt keine größere Diskussionen und Diskrepanzen, ja, als im Kampfsystem. Ja, das ist so. Das heißt, mal eben, irgendwie mach doch mal eben hier und so und mach mal wie und so weiter, ist nicht so einfach. Das ist wirklich kompliziert. Das merkt man anhand eigentlich nur, stehst du auf Zweihänder oder eine Einhandwaffe, irgendwie eine, ne, und Schild oder überhaupt Einhandwaffe und irgendetwas anderes. Das ist schon eine Geschichte, da kann man Vorträge rüberhalten. So, ne? Für ein und dasselbe Spiel. Und gibt ja immer unterschiedliche Spiele, die wir machen, auch unterschiedliche Sachen, die wir ausprobieren, obwohl wir auch immer sehr ähnlich sind in dem, was wir tun. Was das Kampfsystem angeht, sind die alle grundverschieden. So. Nur weil irgendwelche Details geändert worden sind oder wo wir sagen, okay, jetzt ist es mal ein bisschen moderner, jetzt ist es vielleicht mal eher so, ne, back to the roots und so weiter. Mhm. Ja, das ist echt schwer. Na, es gibt auch Leute, die gerne so Spiele Dark Souls spielen. Mhm. Ne? Es gibt auch Leute, die eigentlich nur Triggerfinger spielen und sagen, ach, ich möchte mich da gar nicht mit auseinandersetzen. Wen bedienst du jetzt? Wer hat da recht? Mhm. Na? Und dann, also nicht nur da draußen bei euch, sondern auch bei uns in der Firma gibt es unheimlich viele Leute, die unterschiedliche Dinge möchten. Auch von dem erwarten. Die einen, die wollen irgendwie die große Herausforderung, die anderen sagen irgendwie, ach, das ist mir aber zu schwer, ich muss dann auf super leicht spielen, damit ich überhaupt durchkomme. Aber dieses super leicht hat ja nichts mit dem Kampfsystem in erster Linie zu tun. Das Balancing kommt ja noch oben drauf. Mhm. Dass man sagt, wie viel Schaden macht denn so eine Zweihandwaffe jetzt wirklich? Wie viel macht denn jetzt eine Einhandwaffe? Und da muss man die auch noch staffeln und wo findet man die und so weiter und so weiter. Ja, da haben wir mal ordentlich was zu tun. Das stimmt. Ja. Hast du eine Community-Frage? Auf jeden Fall. Ja. Hier haben wir noch eine passende Frage zu Themen, die wir so in letzter Zeit immer mal wieder angestoßen haben. Explizit kann man sie an dieser Stelle halt nochmal dann beantworten. Das ist die Frage, habt ihr schon mal überlegt, an einem VR-Titel zu arbeiten? Oh Mann, ja, haben wir. Haben wir aber auch schon ziemlich häufig beantwortet, ne? Ja. Und weil wir es halt öfter mal gebracht haben als Thema, wundern sich viele Leute, warum machen die das eigentlich? Weil wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Und zwar privat. Richtig. So. Auf der Arbeit ist das so, wir machen Third-Person, Open-World-Rollenspiel mit viel Immersion, großer Geschichte, ja, Interconnected Quest-System, sehr viel komplizierte Sachen und ja, Kampfsystem sind wir am Werkeln und so weiter und wir sind halt sehr, sehr darauf erpicht, dieses Spiel so gut wie möglich zu machen und VR ist etwas völlig anderes. Mhm. Entweder flanscht man das da drauf, aber es gibt auch Beispiele, wo ein VR-Modus draufgeflanscht wurde, also zusätzlich reingepatcht oder so, ja. Mhm. Die haben nur Haue bekommen. Schwierig. Ne? Ja, dann ist ja nichts Haptisches und ne, ihr könnt euch mal die Rezensionen von den Bethesda-Spielen, Skyrim und Fallout anschauen, was da für eine kontroverse Diskussion stattfindet. Ich selber, ich mag das, ich finde das super, ja, irgendwo in einen Raum reinzugehen, dann steht da A für benutzen, nehmen oder irgendwas und dann drücke ich eine Taste, während ich in dem VR-Modus bin. Aber für viele Menschen ist das zu wenig. Die sagen irgendwie, ja, das ist dasselbe Spiel und da ist ja gar nicht irgendwie, dass ich irgendwie greifen kann. Es gibt doch mittlerweile neue Technologie, aber die neue Technologie ist schneller als die Spiele. Weil die Spiele, ja, die sind sehr klein, die für VR gemacht werden. Weil wenn die explizit für VR gemacht werden, können die auch, müssen die halt irgendwie sehr viel Features einbauen und so weiter, sind die nicht sehr lang. So, ich spiele aber gerne sehr lange Spiele. Mhm. Und Piranha Bytes macht immer sehr lange Spiele. Das stimmt. So, wir machen kein Spiel, was irgendwie 12 Stunden lang ist. Das ist man von uns nicht gewohnt. Also sollen wir jetzt ein 12-Stunden-Spiel machen auf Kosten der VR-Geschichte? Third Person haben wir drin.
Ja, das heißt, dass wir sagen, okay, wir möchten das Püppchen immer gerne von hinten sehen, wie es kämpft und wie es und so weiter. Und dann müssen wir erstmal eine Ego-Perspektive einbauen und so weiter. Das ist eine Riesenbaustelle. Mhm. Denken können wir uns viel, wünschen können wir uns auch viel. Aber das ist natürlich schon ein Brett. Ne? So. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Genau. Ziemlich knapp. Kann man kontrovers diskutieren, wie gesagt. Ne? Also das ist, gibt's keine objektive Wahrheit dabei, sondern immer nur, haben wir da Bock drauf oder nicht, und dann muss man gucken, wie viel Arbeit muss man da investieren. Gut, ich hoffe, das hat euch eure Fragen beantwortet, und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es heißt, wieder Piranha Becken TV. Bis dann. Macht's gut. Tschö. Der Hund bla bla muss weg bla bla. Ha ha ha!